Perfektes Wetter für eine größere Tour. Mein Bruder Eckhard wird mich noch vor dem Frühstück vom Lumberger Hof nach Raut bringen. Dies ist Voraussetzung, denn erstens fährt um diese Zeit noch kein Wanderbus und zweitens werde ich nicht an den Ausgangspunkt der Wanderung zurückkehren. Durch den Service meines Bruders bin ich bereits um 8.30 Uhr beim kleinen Kirchlein in Raut. Die Häuser von Raut gehören übrigens zur Gemeinde Nesselwengle. Die Morgenstimmung im Birkental, sie hat ihren ganz besonderen Reiz. Kurz hinter Raut war der Weg jetzt im Juni gesäumt von den Blüten der Akelei. Führt am Anfang noch ein breiter Fahrweg ins Birkental, so wird dieser Weg schon nach relativ kurzer Zeit wild romantisch. Beim sogenannten Grottental wird aus dem Fahrweg dann ein mit Ketten gesicherter Steig. Nach dieser Engstelle weitet sich das Birkental wieder, aber der Dillinger Weg bleibt ein Dillinger Pfad, jedoch sehr gut markiert. Bei der Höflis-Hütte führt ein schmaler Steg über den Weißenbach. Hier zweigt der Weg auf die Leilachspitze ab. Das wäre auch mal ein lohnendes Ziel. Ich aber steige weiter das Birkental hinauf, bis ich am Fuß der Grottenköpfe ein Schotterfeld, das sogenannte Gappenfelder Notland, erreiche. Vom Talkessel aus steigt der Weg jetzt am Hang der Lachenspitze im Zickzack rund 500 Meter nach oben zum Lachenjoch. Hierbei öffnet sich der Blick zurück über das Birkental. Fast schon kitschig wie eine Postkarte. Alpenrosen und dahinter die Sulzspitze mit der Strindenscharte. Gut am Hang zu erkennen, der Saalfelder Höhenweg. Und hier oben blüht noch mehr. Der Enzian, Primeln, Anemonen und die Schneeheide. Kurz vor dem Lachenjoch hat man einen herrlichen Blick über die Luchs- und Grottenköpfe sowie die Ausläufer der Lachenspitze.
der Gipfel der Lachenspitze. Hier sieht man gut, dass sie von der Rückseite her relativ leicht zu besteigen ist. Ihre Nordflanke dagegen mit den Schotterhängen bis hinunter zur Lache ist erheblich eindrucksvoller. Am Lachenjoch trifft der Dillinger Weg auf den Saalfelder Höhenweg. Während ich im Birkental keinen Menschen getroffen habe, ist hier oben mehr los. Denn der Saalfelder Höhenweg besticht durch seine Aussichten. Hier links unten die Lache, daneben der Traualpsee, oben drüber das Geißhorn. Und unterhalb der Roten Spitze liegt die Landsberger Hütte über der Lache. Bevor ich auf dem Saalfelder Höhenweg den Heimweg Richtung Strindenscharte antrete, noch einmal ein Blick über das gesamte Birkental bis hinter zur Geichtspitze und den Häusern von Geicht. Der Saalfelder Höhenweg ist gut zu laufen, von einer kleinen Kraxelei an der Flanke der Schochenspitze mal abgesehen. Blick von der Gappenfeldscharte auf die gleichnamige Alm, im Hintergrund der Einstein auf der anderen Seite des Tannheimer Tals. Kurz vor der Strindenscharte ein Blick zurück über das Birkental auf Leilachspitze und Grottenköpfe. Die Strindenscharte ist erreicht und ich habe jetzt freie Sicht auf die Litnisschrofen rechts und Köllespitze und Rote Flüh hinten links. Und unter mir liegt die obere Strindenalpe in der Nachmittagssonne. Auf dem schmalen Pfad zwischen Strindenscharte und Neunerköpfel liegen hier an der Nordostflanke noch Reste vom Altschnee. Dazwischen blühen Primeln und Günseln. Kurz vor dem Neunerköpfel hat man einen wunderbaren Blick über Tannheim und das westliche Tannheimer Tal. Hier biege ich ab hinunter zur Usseralpe. Der Abstieg hat es allerdings in sich. Von der Usseralpe aus geht es weiter hinunter nach Tannheim. Beim Abstieg gelingt ein kurzer Blick zwischen den Bäumen hindurch auf den Vilsalpsee. Fast wie bei einem Drachenflieger liegt Tannheim jetzt unter mir. Und irgendwann habe ich es dann ins Tal geschafft. Aber ich sehe den Wanderbus am Kreisverkehr abfahren und denke, jetzt kannst du den Rest auch noch laufen. Und auf dem unteren Wiesenweg laufe ich zurück zum Lumberger Hof.